Mensch, ist das eine Vorlage in unserem Schulprojekt? Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war die Empörung und den Zorn, der immer wieder aufgestiegen ist, wenn man diese furchtbaren Schicksale der Menschen erlebt hat, trotzdem in vernünftige Geschichten und vernünftige Bahnen aufzunehmen und trotzdem die Kontenance nicht zu verlieren, weil es ja auch darum geht, eine Geschichte insgesamt zu erzählen und nicht vom Zorn getrieben zu sein.